Oh, das hat mal funktioniert. Ich streame heute zum ersten Mal über mein kleines iPad. Willkommen zu meiner morgendlichen Live-Show. Hier ist Tikva und ich bin seit 24 Stunden ein offizieller Saftfaster. Also, ich habe gestern gestartet. Ein richtiges Video dazu kommt noch. Und ich denke halt mal, das wird noch ein bisschen dauern, da ich das ganze Ding noch schneiden muss. Ich habe da eine ganze Menge Zeug gedreht und das muss jetzt erstmal schön bearbeitet werden. Gut, so, ich mache mir erstmal einen Tee und der wird eine Weile ziehen. So, cool. Also ich dachte mir, ich mache jetzt mal ein kleines Live-Video. Oh, guten Morgen, die Sylvia ist gleich wieder da, sehr schön. Guten Morgen, Sylvia. Ich hoffe, du hast fein geschlafen. Hast von schönen Windhunden geträumt. Das ist voll überblendet da hinten irgendwie, ne? Machen wir mal weg. Und so. Okay, cool. So, also ich bin jetzt seit 24 Stunden, kann man sagen, jetzt auf Saft. Und mir geht's wunderbar, gut. Alles wunderbar, sehr schön. Ja, und ich denke halt mal, die größeren Probleme, guten Morgen, Silvia, die größeren Probleme, die jetzt erstmal auftauchen in den nächsten Tagen, wenn ich halt jetzt langsam mutiere von einem ungesunden Esser zu einem Saftfaster, zu einem gesunden. Ja? Denn der Körper hat es jetzt noch gar nicht wahrscheinlich gemerkt, dass ich ihm gar nichts mehr Festes zum Essen gegeben habe. Der denkt halt immer noch, dass ich jetzt jede Menge fettes Zeug irgendwie eben reingeführt habe. Ne? Mein erster Saft gestern, das war halt Apfel, Orange, Zitrone, mal was Süßes zum Frühstück. Ja, das war ungefähr 3 Viertel Liter gewesen. Und dann habe ich mir über den Tag, warte mal, ich habe glaube ich sogar ein Bild, kann ich mal zeigen. Ich muss das mal rauskramen. Das jedenfalls ist mein erster Saft. Liebe auf den ersten Blick, oder? Ja. Die anderen Bilder. Naja, ich habe es gestern auf Facebook gepostet und ich denke halt mal, ein paar Leute werden es gesehen haben. Oder vielleicht finde ich es direkt auf Facebook. Lustig ist, ich streame dann hier auf dem iPad auf Facebook. Ach so, alle Fotos sollte ich mal zeigen. Jetzt habe ich es. Würdest du dich mal drehen, Bild? Technik. Also, wenn ich das umdrehe, sollst du das Bild auch mitdrehen. Macht's aber nicht. Oder doch? Nein? Nein, macht's nicht. So, hier, das war gestern meine Tagesernährung nach dem leckeren Apfelsaft am Morgen. Oh, der Herr Görsch ist auch im Bild. Guten Morgen, Herr Görsch. Ich könnte es jetzt dazu holen, ne? Aber ich denke mal, das ist nicht gewollt. Ich glaube, um die Uhrzeit sind die meisten Leute noch nicht kamerafähig. Und die Siro Hayate ist auch dabei. Guten Morgen. Wunderbar. Sehr schön. Also, wie gesagt, 24 Stunden lang bin ich jetzt auf dem Saftfastentrip und habe mich auch gestern gewogen. Es interessiert ja einige tatsächlich, was für ein Gewicht ich jetzt habe, nachdem ich Oktober war die zweite Saftfastenkur, also sagen wir mal so, ein halbes Jahr lang wirklich gefressen habe wie ein Schwein. Naja, ist ein bisschen übertrieben, aber ich habe es echt gut gehen lassen. Ich habe wirklich keine Hemmung gehabt, jetzt irgendwelche Sachen zurückzuhalten, sondern ich habe genau das Yang vom Yin gemacht, kann man sagen. Ne? Wenn ich halt die ganze Zeit im ersten Halbjahr letzten Jahres gesaftfastet habe, habe ich im zweiten Halbjahr eigentlich bis auf die kleine Kur ja, gut reingeschlagen. Im besten Falle letzten Jahres habe ich 93 Kilo, 93,5 Kilo gehabt oder sowas, ja. Und das waren von 135 Kilo runter doch über 40 Kilo Abnahme, ne? Nun ist das so, dass diese 93 haben schon damals nicht lang gehalten und das heißt auch, dass wenn du eine Saftfastenkur beendest, dass du eigentlich ja, 10 bis 20% wieder zurechnen kannst von dem Gewicht, was du vorher abgenommen hast. Denn du nimmst ja wieder fest Nahrung zu dir, du hast Faserstoffe im Körper, ne? Also es verändern sich ja halt auch die Inhalte deines Körpers dann. Ne? Also kann man davon ausgehen. Deswegen habe ich eigentlich auch tatsächlich ein bisschen weiter gefastet als nur bis zu diesen 100, ne? Um halt das wieder aufzufangen, was auch ganz gut geklappt hat. Denn danach bin ich wieder auf 98 gewesen. Moin Thomas. Hola, hola. Und ja. Nun ist das so, nach einem halben Jahr des grausen Saus- und Brauslebens habe ich es auch tatsächlich geschafft,
mich wieder hochzuspecken auf, Achtung, Trommelwirbel, 120,2 Kilo. Das hat gestern auf der Waage gestanden. Ist eigentlich schon ein Geheimnis, ist jetzt für euch schon mal, weil ihr guckt jetzt live zu. Das wird halt ein Thema in meinem nächsten Video werden. Ich sitze gerade hier, Moment, ich zeige euch das mal. Kamera. So, hier seht ihr gerade das wahnwitzige Video, an dem ich gerade arbeite, mit unheimlich vielen Schnitten. Und das dauert leider eine Weile, bis das halt rauskommt, weil ich habe mir gedacht, das letzte Mal, als ich ein Video gemacht habe zum Saftfasten, also das erste, was ich gemacht habe, war 16 Tage nach der ersten Saftfastenkur. Und Quatsch, 16 Tage nachdem ich angefangen habe zu Saftfasten, ja. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal eins vom ersten Tag und das soll richtig gut werden. Ich kann euch mal einen ganz kleinen Ausschnitt zeigen davon. Moment, eine Minute von dem nächsten Video, was dann bald auf dem Kanal sein wird. Okay, das jetzt ist das erste Mal, dass ich, seitdem ich das letzte Mal gesaftfastet habe, die Entsaftermaschine wieder anschmeißen werde. Und das liegt echt lange zurück. Das war, glaube ich, im Oktober 2017 gewesen, also letztes Jahr. Und eigentlich wollte ich viel mehr Säfte machen, weil die mir eigentlich gut schmecken. Nur halt irgendwie das Leben hat mich woanders hingerissen. Und jetzt esse ich wieder ungesunde Sachen. Oder besser gesagt, habe sie bis gestern gegessen. Ja? Egal. Jetzt wird die Maschine gereinigt und dann kann es losgehen. Also im Endeffekt kann man sagen, ich reinige die Maschine und anschließend reinigt die Maschine mich. Los geht's. Jetzt kommt die Saftmaschine dran. Schnitten, das restliche Zeug muss ich noch machen und das werdet ihr dann in nächster Zeit auf meinem YouTube-Channel dann bewundern können. Gut. Ja, so viel dazu. Was kann ich sagen? Wie gesagt, Video ist am Kommen. Das Video, was ich jetzt gerade hier mache, dieses Live-Video, werde ich ja dann auch auf YouTube hochstellen. Für diejenigen, die das jetzt auf YouTube sehen, wie gesagt, das ist nur eine Live-Übertragung. Falls ihr Freund von mir oder mich abonniert habt auf Facebook, ja, dann könnt ihr jeden Morgen, so ziemlich jeden Morgen, mal kurz reingucken. Ich möchte eigentlich immer nur eine kleine tägliche Bestandsaufnahme machen, wie es mir halt in der Zeit des Saftfastens geht. Ich halte Saftfasten immer noch für ein blödes Wort, ehrlich gesagt, denn es ist kein Fasten. Hallo Alex, moin moin und danke dafür, dass du mir viel Erfolg wünschst. Ja, und falls jetzt auf YouTube manche Leute irgendwie seltsame Sachen von mir denken, weil ich irgendwie mit Leuten rede, die nicht da sind. Ich habe hier einen Chat da unten, den kann ich lesen, aber den könnt ihr nicht lesen, ne? Also, Pech gehabt. Aber nicht wundern, wenn ich irgendwie antworte und andere Leute anspreche als euch. Gut, okay, also machen wir kurz das Resümee nochmal. Saftfasten ist gestartet. Anfang kein Problem, alles super. Ich habe die ersten 24 Stunden hinter mir, habe keine körperlichen Entbehrungen. Im Gegenteil, mir geht es ja gut, erwarte aber die nächsten körperlichen Entbehrungen in den nächsten Tagen, denn der Körper braucht eine Weile, um sich umzustellen. Und ich bin eigentlich jemand, der immer ein bisschen länger braucht als die anderen. Okay, aber ist am Laufen, ist alles gut, ja. Ich habe auch echt Spaß gehabt an den Säften, bin auch satt gewesen, ja, kein Durst. Trinke halt hier viel Wasser, also mindestens genauso viel Wasser wie Säfte. Ich habe gestern 3,5 Liter Säfte getrunken. Ach ja, und natürlich Kräutertee. Moment, bin gleich wieder da. Kräutertee. So schön koffeinfrei und ohne Kaffee und überhaupt mehr Tee als Kaffee. Aber damit kann ich leben. Ich denke mal, irgendwann in meinem Leben werde ich auch wieder mal auf Koffein zurückgreifen. Aber jetzt in der Saftfastenkur ist halt eben nur, wie gesagt, Wasser angesagt. Meinen guten Kräutertee, so viel wie ich mag. Und natürlich die Säfte jetzt, von denen habe ich natürlich keine, weil die muss ich jetzt mal machen.
Also gestern habe ich dann 3,5 Liter Wasser getrunken, 3,5 Liter Kräutertee, Quatsch, 3,5 Liter Saft natürlich, Kräutertee, einen Liter ungefähr. Ne? Also ihr seht, da kommen schon 7-8 Liter am Tag zusammen, die ich meinen Körper reinführe. Ne? Und das macht sich halt tatsächlich auch bemerkbar. Und ein Mensch, der tatsächlich nach 8 Litern Flüssigkeiten noch Hunger hat, der hat echt ein Problem. Ja? Also Hunger leidest du während der Saftfastenkur wirklich bestimmt nicht. Deswegen auch Saftfasten ist ein Blödsinn auf 3. Ich versuche die nächste Zeit öfters mal Saftkur zu nennen. Die Sylvie hat mir was geschrieben. Wie machst du das jetzt mit der Gewichtskontrolle? Wiegst du dich täglich oder ist die Kontrolle eher zweitrangig für mich? Hi, Rebecca Joy Maria. Eine große Saftfasten-Guru-Frau ist gerade auch dazu gekommen. Okay, wie mache ich das? Ich wiege mich tatsächlich täglich. Also ich wiege mich schon öfters. Das ist wichtig, weil... Moment, ich muss euch das zeigen. Oh Gott, ich mache gerade die ganze Wohnung kaputt hier. Wo haben wir es denn? Hier. So. Okay. Das hier, das ist mein Saftfastentagebuch. Ja, das habe ich gestern gestartet und dann protokolliere ich eigentlich ganz genau, was ich mache. Man kann halt, Moment, ich muss mal einen Tag zurückgehen, da sieht man es besser. Gut. Also da habe ich gestern gestartet, hier ist das Gewicht eingetragen, da ist der Kräutertee drin, ich muss noch die Säfte eintragen und halt auch mein körperliches Befinden und wie viel Sport ich gemacht habe. Ich habe gestern nämlich überhaupt keinen Sport gemacht. Aber das trage ich täglich ein und dann habe ich halt hier auch eine Tabelle, wo halt dann ein Progress zu sehen ist. Natürlich ist jetzt nur ein Tag drin bisher, ne? Aber das wird wachsen. Da sehe ich halt dann auch sehr genau, wie meine Gewichtsabnahme ist, mein körperliches Befinden und wie viele Stunden Sport ich in der Woche mache und so, ne? Ich kriege auch dafür in dieser App Badges, also Medaillen, wenn ich halt viele Sachen gut gemacht habe. Ne? Hi Rebecca, Grüße aus Heusenstamm. Oh, du fastest auch gerade heute mit Kokoswasser. Hm? Wenn es schmeckt, na dann lass dir schmecken, das gute Kokoswasser. Sehr gut. Wunderbar. Ja, was wollte ich sagen? Achso, ja, das Gewichtstagebuch. Ne? Deswegen wiege ich mich öfters, aber... Offizielles Wiegen ist jede Woche bei mir angesagt, denn ich habe einen Plan beim Saftfasten, bei der Saftkur, Fasten, Blödsinn. Ich habe einen Plan dabei und zwar möchte ich immer nur eine gewisse kleine Zeit fasten. Also ich habe jetzt im Fastentagebuch eingetragen 6 Tage, das heißt bis zum nächsten Mittwoch. Das möchte ich durchziehen. Und am Mittwoch ist dann eine Bestandsaufnahme. Das ist bei mir jetzt der Tag, an dem ich mich dann offiziell immer wiege. Wo ich dann sehen kann, wie viel ich in einer Woche halt an Gewicht verloren habe oder vielleicht dazu gewonnen habe, je nachdem. Ich kriege halt auch Körperfett und Knochenmaße und der ganze Kram wird halt auch gemessen, ne? Sobald meine Waage mich mal wieder erkennt, das hat sie nämlich gar nicht. Weil ich so lange nicht drauf war, hat die jetzt nicht mehr mein Profil eingespeichert, verdammt. Ne? Also ist beim ersten Mal schon mal das ganze Körperfett und Herzfrequenzmessen nicht gut gegangen. Also es ist weggeblieben, ist egal. Auf jeden Fall, ich werde dann nach dieser Woche, an diesem Mittwoch, gucken, wie mein körperlicher Zustand ist. Moin Peter, Grüße nach Bremen. Ich hoffe, es windet dort sehr. Und dann werde ich entscheiden, ob ich eine Woche weitermache. Wenn ich halt sehe, das läuft alles gut, Gewichtsabnahme ist klasse und der Körper ist okay und mir geht es einigermaßen gut und da gibt es keine Katastrophen, die jetzt gerade im Gange sind, dann werde ich das Ganze eine Woche verlängern und dann am nächsten Mittwoch die nächste Bestandsaufnahme machen. So habe ich es auch beim letzten Mal gemacht. Ich habe, wie gesagt, also das wissen manche vielleicht gar nicht, ne? Ich posaune immer groß rum, ich habe 120 Tage gesaftfastet. Ne? Es ist, oh, ich bin so ein Tier. Ich habe das nicht so geplant gehabt. Ich habe eigentlich tatsächlich nur geplant gehabt, einen Tag zu saftfasten, mal zu gucken, wie das ist. Ja? Weil ein guter Freund von mir, der Erwin, hat mir einen Safter in die Küche gestellt, der jetzt gerade nicht günstig gewesen ist. Den hat er mir quasi weiterverkauft, weil er sich eingeholt hat, der 3-mal teurer war. Und das Ding, was er mir da reingestellt hat, ist schon eine 400-Euro-Kiste. Ich habe es ein bisschen günstiger bekommen. Ne? Und ich glaube tatsächlich, freiwillig hätte ich mir so ein Ding gar nicht gekauft. Ja? Wahrscheinlich hätte ich mir als Geizknochen hätte mir dann irgendwie bei Aldi irgendwie so ein Sonderangebotsentsafter geholt für 50 Euro. Hm. Guten Morgen, Annika. Das war der Name, soweit ich weiß. Guten Morgen, Sonnenscheinchen. Ich mache ein klein wenig mit dieses Mal. Bis Mai.
Nochmal 8 Kilo runter und dann Muskelaufbau, etwas mehr als sonst. Ich hoffe, ich bleibe bei diesen 65 Kilo mit Muckis. Jetzt möchte ich mehr anzeigen. Ich hoffe, das klappt. Hey, mach mit. Vielleicht schaffen wir unser jeweiliges Ziel gemeinsam bis Mai. Ja. Annika, tatsächlich habe ich mir auch ein Mai-Ziel gesetzt. Ist es so, ich habe jetzt 120,2 auf die Waage gebracht, was immer noch ein geiles Ergebnis ist. Ja, ich hätte nicht geglaubt, dass ich nach einem halben Jahr guten Fressens eigentlich nur... Oh, ich habe das Ergebnis verraten. Nee, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. 120,2 kann man sagen, ich habe jetzt dann in einem halben Jahr ca. 20 Kilo zugenommen. Mag für andere viel sein, für mich ist das eigentlich eine normale Zunahme bei meinen Essgewohnheiten. Ja? Eigentlich hätte ich mehr erwartet. Ne? Und es ist auch soweit okay, weil... Ich fühle mich körperlich trotzdem ganz anders als letztes Jahr, als ich irgendwie 135 bis 40 hatte und echt am Ende war, weil ich halt nichts gemacht habe, was gut tat. Ne? Die positiven Auswirkungen des Saftfastens habe ich jetzt noch drin. Ich bin immer noch fitter, munterer und fühle mich besser und 10 Jahre jünger. Vorher waren es 20 oder so. Aber ist alles noch da. Ne? Also deswegen erwarte ich eigentlich, wenn ich diesmal länger durchziehe, dass das halt noch ein bisschen mehr wird. Ne? Also... wir wollen Grenzen durchbrechen. Wow. Annika, ich will das auch bis Mai auf jeden Fall durchziehen. Denn ich habe festgestellt, in einem Monat nehme ich ungefähr 10 Kilo ab, wenn ich Saft faste und Sport mache. Deswegen Sport, Mokis, geile Sache. Und mein Ziel ist es halt, bis zum 1. Mai unter die 100 Kilo wieder zu kommen. Ist nicht weit weg der Termin. Ist machbar, ist schaffbar. Ich weiß nicht, ob ich schaffe, aber mit Herausforderungen. Macht das Ganze mehr Spaß. Und ehrlich gesagt, sollte es nicht schaffen, ist auch nicht so schlimm, denn jeder kleine Erfolg ist ein Erfolg, ne? So, genau. Was wollte ich jetzt noch erzählen? Also das Gewicht kennt ihr jetzt. Von dem Video wisst ihr Bescheid, ne? Das ist am Arbeiten. Ich muss da noch schneiden, es wird wahrscheinlich sogar 20, 25 Minuten lang. Ne? Das ist ein richtig großer Einstieg. Aber ich wollte einfach mal ein bisschen so zeigen, wie das halt mit dem Saftfasten startet. Ich bereite auch schon die erste, ja super, ich freue mich ja auch, dass du dabei bist. Du bist jemand, der mich auch unheimlich motiviert und vor allen Dingen auch inspiriert, ja, weil ich ja weiß, was für einen Weg du da hinter dir hast, ne? Also sehr, sehr cool. Ja, ich, wie gesagt, mache dieses Video, in dem ich mal genau zeige, was ich so eingekauft habe. Ne? Also ich habe eine Kamera wieder im Supermarkt, habe alles gezeigt, was ich, also habe alles gefilmt, was ich eingekauft habe. Ne? Könnt ihr mal sehen, was man sich so eindeckt für Saftfasten. Und dann halt eben, ja, wie halt alles am Anfang so läuft. Ne? Das wird das erste Video werden. Meine erste Show hitzefrei, also die Show, die ich jetzt schon mal... Ich habe auf YouTube, ich muss für Leute erklären, die es nicht wissen. Ich habe auf YouTube jetzt eine neue Show. Da gibt es jetzt nur eine Folge bisher, ist eigentlich eine Vorfolge, die ein bisschen darauf hinweist, wie das Ganze aussehen soll. Und ich bereite die Show jetzt gerade vor. Wir bereiten die Küche, die wir da jetzt haben, noch ein bisschen weiter vor und bauen die aus. Und die erste Show soll dann den Schwerpunkt haben, soll ein Saftfastenkurs werden für Leute, die auch interessiert sind. Weil ich bekomme ja immer wieder Fragen, wie machst du das und wie kann ich das machen und so. Ne? Und es ist müßig, ich meine, ich mache das natürlich gerne, aber es ist müßig, es immer wieder von vorne zu erklären. Und vor allen Dingen ist es müßig für die Leute, wenn sie halt meine Videos gucken, immer nur häppchenweise mitzubekommen, wie sowas funktioniert. Deswegen, erste Show hitzefrei, soll geballtes Wissen sein, alles was du brauchst, um eine eigene Kur zu starten. Ja, genau. Und das bereite ich dann auch noch vor. Möchte ich Mitte Mai drehen. Mitte Mai, das ist ein bisschen spät. Mitte März möchte ich das drehen. Und ja, mit Schnitt oder sowas denke ich mal Ende März, spätestens Anfang April geht es dann los mit der Show halt. Ne? Hoffe ich zumindest. Ne? Geplant ist es. Mal sehen, was noch alles so passieren wird. Ne? Ansonsten werde ich jetzt hier weiterhin öfters mal diese Live-Shows machen und über mein körperliches Befinden reden, damit ihr auch genau sehen könnt, wie das so ist, wenn so ein Freak wie ich anfängt, Nahrung zu verweigern und nur noch Flüssigkeiten zu sich zu nehmen. Gut, das letzte Mal war es ja auch ein interessantes Abenteuer gewesen und hat mich ja auch an Orte gebracht, die ich vorher gar nicht erwartet hätte, dass ich dorthin komme. Ne? Und deswegen bin ich auch selber schon ganz schön gespannt, was da die nächste Zeit passieren wird. Jedes Mal aufs Neue anders. Ja? Gut, ich denke mal, ich habe soweit erstmal alles erzählt. Ich mache mich wieder an die Arbeit und schneide den Film weiter auf das alle auf YouTube. Und ich möchte alle, die hier auf Facebook sind und mich auf YouTube noch nicht kennen, einladen, mal auf Facebook /Tikwa, Tikwa666 zu kommen. Ist ein blöder Name, ich hätte es anders machen sollen, aber ich habe keinen gehabt damals. Also ich konnte keinen anderen Namen wählen, aber ich hätte vielleicht Tikwa777 nehmen sollen. Das wäre mir heute lieber gewesen.
Tikva Pur war halt vergeben. Warum auch immer, wer nimmt den Namen? Den gibt's eigentlich gar nicht. Naja, egal. Gut, also ich mache hier weiter und ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen, ne? Und schaltet auch morgen wieder ein, wenn es heißt, Tikva verweigert jeden Saft. Nein, nicht. Bis dann und ciao. Und jetzt muss ich noch die Ausschalter finden. Also, bis dann. 3, 2, 1, Tikva aus.